Hallo und wunderschönen guten Morgen. Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu dem My Magic Training sagen, das heute Abend um 19.30 Uhr beginnt. Und zwar sind es 3 Tage Intensivtraining mit dem Fokus darauf, für dich persönlich ein Verständnis zu kreieren, wie du, hallo Evelyn, wie du Herr deines Lebens wirst, wie du Herr deiner Befindlichkeiten wirst, wie du Herr deiner Gesundheit wirst, wie du Herr dessen bist, was im Außen für dich passiert, wie du Herr für deinen Lifestyle wirst. Und da sind ein paar wichtige Punkte zu beachten. Und zwar spreche ich dabei zu deinem logischen und analytischen Verstand. Weil der logische und analytische Verstand ist ja das Vehikel, das wir ins Boot bringen müssen. Und das ist halt nicht für jeden gleich. Wir alle sind verschieden aufgezogen, konditioniert worden mit unterschiedlichen Lebensansichten, mit unterschiedlichen Überzeugungen. Und deswegen kann es nicht eine Formel für alle geben. Es gibt aber Prinzipien, Prinzipien, die gelten für alle. Und jeder muss für sich herausfinden, wie er diese Prinzipien umsetzt. Und genau das ist es, in die Umsetzung kommen. Wir haben alle so viel gelesen, wir haben alle so viel gelernt, wir haben alle so viel im Kopf. Aber es bringt uns immer wieder aus der Bahn, wenn Dinge passieren, die uns nicht gefallen, die sich nicht gut anfühlen, die uns ängstigen, die uns verunsichern, die uns einfach diese Basis nehmen, die uns erlaubt zu glauben, ja, wir haben es in der Hand. Ja, wir können bestimmen, wie unser Leben läuft. Wir können bestimmen, wie unser Leben ausgestattet ist. Wir können bestimmen, auf was für einem finanziellen Level wir unterwegs sind. Wir können tatsächlich alles bestimmen. Aber wir können eben nur das bestimmen, wovon wir glauben, dass wir es bestimmen können. Und dazu ist es wichtig, einen Rahmen, einen Orientierungsrahmen festzulegen, der mit deinen Vorstellungen kommuniziert, der dich bei deinen Vorstellungen und Überzeugungen abholt und dich dann dorthin führt zu dem Punkt, wo du jemand bist, der nach den Regeln der Schöpfung agiert. Also fühlt, lebt und agiert. Und zwar nicht nach Automatismen agiert, nicht nach Automatismen sich verhält, nicht nach Automatismen Entscheidungen trifft, weil es ja immer schon so gewesen ist. Hallo Katrin. Und mir geht es wirklich darum, in diesem 3-Tages-Training für dich alles nochmal zu kondensieren, auf den Punkt zu bringen, so dass du selber für dich eine Zauberformel entwickelst, dass du selber in der Lage bist, zu sagen, ganz klar zu sagen, nach welchen Prinzipien lebst du? Was strebst du tagtäglich an? Was strebst du jeden Moment an für einen Seinszustand? Und wie kommst du dorthin? Wie bringst du dein System dazu, in diesem Seinszustand zu sein, der dich dorthin bringt, wo du dich wohlfühlst? Ja, das ist das Ziel. Etwas anderes will nicht zu niemand auf dieser Welt sich komplett wohlfühlen. Einfach komplettes Wohlfühlgefühl, das ist die Abwesenheit von jeglicher Angst, die Abwesenheit von jeglicher Unsicherheit, die Abwesenheit von jeglichem Gefühl, dass von außen irgendeine Kontrolle herrschen könnte, die Macht über dich hat. Und erst wenn du da tief reinkommst in diese Klarheit für dich, dass du ein souveränes Wesen bist, das
alle Kraft, alles Potenzial in sich vereint, dann kannst du dieses Potenzial leben und ausleben. Und zwar aus der höchsten Bestimmung heraus, aus der Wahrheit heraus, aus der liebenden Perfektion heraus. Und all das ist anwesend, wenn wir auch anwesend sind. Und für dich diese tricky Kiste wirklich zusammenzusammeln und zu sagen, diese Trickkiste ist für mich mein Leitstern. Das ist für mich meine Lebensphilosophie. Das ist für mich das, wonach ich lebe und strebe. Ganz egal, was die Meinungen im Außen sind, ganz egal, was andere Leute für Überzeugungen haben. Ich weiß, dass meine Überzeugungen richtig und stimmig sind und nach denen richte ich mich und lebe ich. Und das zu büscheln und das auf den Punkt zu bringen, dafür habe ich dieses Intensivtraining gemacht, um jedem noch eine kondensierte, intensive Anleitung helfen, sich für sich selber auszuarbeiten. Ja? Ich gebe dir nichts. Es ist immer schon mein Bestreben gewesen, ich will Leuten nichts vorschreiben. Ich will niemandem sagen, was er zu tun und zu machen hat, weil ich nicht dran glaube, dass ich einfach Muster kopieren kann, sondern es geht doch darum, Schwingung zu kreieren. Ja? Und ich kann Muster kopieren und kreiere so weit die Schwingung, bis da ein Überzeugungsblock, pam, sich dazwischen schiebt. Und dann kann ich mit Mustern und mit Nachahmen und so weiter, kann ich da weiter drücken und weiter drücken, aber es ist nicht mein Ding. Es ist nicht meine Formel. Es ist das, was für jemand anders funktioniert und stimmt. Aber ich weiß niemals, aus was für einem inneren Zustand, aus was für einer inneren Überzeugung er in die Umsetzung oder sie in die Umsetzung geht. Da kann ich nicht reingucken und es kann auch nicht kommuniziert werden. Das kann auch nicht rausgezogen werden in dem schwingungsmäßigen Detail, das du brauchst. Sondern das musst du aber für dich rausziehen. Du musst für dich rausziehen, deine Formel, wie du dich schwingungsmäßig kalibrierst, wie du die Welt siehst, wie du, ich sehe dir, ich tue mich wahnsinnig schwer, das auch in Worte zu fassen, weil das sind Dinge, die sind einfach existent und wir haben oftmals überhaupt keine Worte dafür. Aber der Punkt ist, was ich hier sagen möchte, ist, es gibt nur deins. Es gibt nur dich und es gibt nur deins für dich. Und deine Aufgabe ist es, deins herauszufinden, dich kennenzulernen, zu wissen, wie du mit dir umgehen musst, damit du dieses Leben, das du haben möchtest, kreierst, damit du die Gesundheit, die du haben möchtest, kreierst, was du zurücklassen musst an Überzeugungen, das ist für jeden anders. Und ich möchte dich anleiten, in diese Arbeit einzutreten. Also ich gehe nicht dorthin und sage, die und die Meditation und das gebe ich dir und das kriegst du von mir. Ich will dich dahin führen, dass du weißt, dass du alles von dir selber kriegst. Ich will dich dahin führen, dass es für dich ganz, ganz klar und sicher ist, dass du alle Ressourcen hast, alle Fähigkeiten und alle Möglichkeiten, um das Leben, das dir zusteht, hier zu verbringen. Und zwar in diesem Moment. Und dazu braucht es einfach dich. Es braucht dich, es braucht dein Commitment, es braucht dich, wie du dich mit dir auseinandersetzt und wie du mit dir redest, wie du dich in einer liebevollen, selbstunterstützenden Art und Weise unterstützt und trägst. Und
Da geht's nur um dich, wie du es selber machst. Und ich bin einzig und allein jemand, der dir Inputs gibt, der dir Vorschläge macht, ja? Vorschläge macht und wo du das für dich verarbeiten kannst, wie du das für dich umsetzen kannst. Und umsetzen ist einfach das Wichtige. Umsetzen in dem Sinne, indem ich nicht mehr automatisch umsetze, sondern indem ich Schwingung suche und aus der Schwingung, in der ich sein will, in der ich leben will, in der mein Lebensstil ist, inspirierte Handlungen mache. Und eine inspirierte Handlung ist eine schwingungsmäßig ausgerichtete Handlung. Und damit ich diese Handlung machen kann, muss ich den ersten Schritt tun. Ich muss mich schwingungsmäßig ausrichten. Und wie ich das machen kann, wie ich mit mir damit umgehe, wie ich mich dorthin führe, das muss gelernt werden. Das muss verkörpert werden. Und du merkst, wenn du Leute kennst oder kennenlernst und siehst, die daran arbeiten. Und die mit diesem Mindset durch oder dieser Vorstellung, Mindset ist so ein abgekartetes Wort, mit dieser klaren Vorstellung, um was es wirklich geht, durchs Leben laufen. Und die fühlen sich leicht an und die fühlen sich locker an und so möchtest du dich auch anfühlen. Und da kannst du hinkommen, total einfach, nur es geht nicht, indem du irgendwelche Ausreden immer wieder suchst und sagst, ja, und vielleicht anders und nicht so, sondern das ist einfach dieses klare Commitment, dass du sagst, ich weiß, dass es möglich ist und jetzt gebe ich nicht auf, meine Zauberformel zu finden und die immer weiter zu entwickeln und weiter zu perfektionieren, bis sie nur mir passt. Das ist mein Schuh, den laufe ich ein, der passt nur mir, den kann ich nicht vererben. Es ist mein Schuh. Andere können auch Schuhe kaufen. Ich kann ihnen zeigen, wie sie diese Schuhe einlaufen können, aber dieser Schuh wird niemand anders passen. Und so bin ich der Meinung, dass jeder seinen eigenen individuellen Schuh einlaufen muss und nicht etwas kopieren kann, etwas nachmachen kann, etwas nachleben kann, sondern du bist das Individuum, du kreierst dein Universum und du hast diese Macht dazu. Und diese Macht ist in dir drinnen und sich nie wieder außen zu spiegeln und zu sagen, wie macht's der, so muss ich es auch machen. Wie viel Zeit hast du schon verbraucht, um zu gucken, wie macht's der, wie macht's der, wie macht's der, wie macht's der, wie macht's der? Aber es geht doch darum zu finden, wie mach's ich? Wie mache es ich? Und das ist das Ziel von dem Intensivtraining My Magic heute Abend 19.30 Uhr. Ich poste nochmal den Link unter das Video, du kannst immer noch dabei sein. Und du weißt, um was es mir geht. Mir geht es darum, Paradigmen aufzuräumen, zu sagen, jeder ist selber absolut fähig auf seine eigene Art und Weise, die für ihn stimmig ist, sein Traumleben, seine Traumgesundheit, seine Traumbeziehungen zu kreieren, wenn er sich nicht permanent davon abbringen lässt und rausguckt und sagt, wie machen es andere, vielleicht mache ich es falsch. Ja, du machst nichts falsch. Du weißt nur noch nicht genau, dass du richtig bist. Und ich werde dir erklären, dass du richtig bist und wie du noch richtiger sein kannst. Nur du. Es geht um dich. Es geht nicht darum, was andere machen, sagen, denken und fühlen. Nur du entscheidest. Du kreierst, du erschaffst, du stellst die Regeln auf und du kannst dich absolut hundertprozentig befreien von allen Blockaden. Und zwar mit einem Mindset-Shift. Ein Mindset-Shift. Und du musst nicht mehr Zwiebel schälen und Layers abtragen und weitergehen und hier noch was und da noch was. Ein Mindset-Shift, ein klares Verständnis, eine klare Annahme. Und das ist das, dass du für dich klar setzt, wer du wirklich bist. Und als diese Person durchs Leben läufst und dann deine Zauberformel einfach raushaust. Ich freue mich. Es sind ganz, ganz, ganz tolle Frauen dabei. Wir sind keine riesengroße Gruppe. Das ist auch mein Ziel. Und mir geht es auch wirklich darum, dass das nachher so ist, dass du das immer noch kaufen kannst.
kannst das Programm immer noch kaufen, aber es ist halt anders, wenn du live dabei bist, weil wir machen am Ende machen wir Fragen und Antworten, die natürlich nachher nicht verkauft werden, sondern wo das für dich dein sozusagen dein Einzelcoaching ist und dir nochmal hilft, deine Perspektive klar zu bringen und profitier davon. Also ich meine Geld-Zurück-Garantie. Du kannst heute Abend dabei sein, kannst sagen, das ist Blödsinn und morgen hast du dein Geld wieder zurück. Es ist einfach zu leicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe es schon zu leicht gemacht. Zu leicht für dich zu gehen. Irgendwie ist es scheinbar noch ein bisschen unheimlich, wenn die Dinge einfach wirklich leicht gehen. Dabei sind wir alle so, sagen, oh, ich möchte es so leicht haben, ich möchte mein Leben leicht haben, ich möchte nicht, dass es kompliziert ist, ich möchte einfach leicht getragen werden durchs Leben, versorgt sein, unterstützt sein, sorglos sein. Und dann kriegst du so eine leichte Chance. Und dann nimmst du sie dich an, diesen leichten Weg, ohne ein Risiko. Ich meine, also ich habe es noch selten gesehen, aber ich finde, das kann man machen, wenn man weiß, dass es gut ist, was man dort machen möchte und beitragen möchte und geben möchte. Dann kann man sagen, du bezahlst nur, wenn du es gut findest. Kann man machen. Ich mache es jetzt einfach mal. Also vielleicht hat es dich ja doch noch überzeugt, dass du einfach mal reinguckst. Wie gesagt, Link unten, anmelden, dabei sein, schreiben, find's super, ich bleibe oder ich find's doof, gib mir das Geld zurück. Nicht so kompliziert, oder? Also, bis dann. Tschüss.